Tachchen, ihr Lieben, guten Morgen. So, wie man schon hört, man hat mir die Stimme geklaut, ja. Jetzt ist komplett vorbei und deswegen wird es heute auch nur diese Legung geben, weil die Tagesbotschaft wird weniger angeklickt. Und ja, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, auch für diejenigen, die Privatlegung gebucht haben. Es kann sein, dass ich es ein bisschen verzögert, aber unter Druck jetzt hier irgendwas schnell abzulegen, bringt einfach auch nichts. Ich werde jetzt, also mir geht's super, wie so eine Tröte. Ich werde die heute kürzer gestalten, nur damit ihr, die gerade hier reingucken, trotzdem ihren Rhythmus behalten, ja. So, ihr Lieben, verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Ist meine Stimme heute unerträglich, ich kann es verstehen, dann macht einfach aus, ja. Es war einfach zu viel die letzten Tage durch die Feiern und wahrscheinlich auch verkühlt, keine Ahnung. Oder jemand will nicht, dass ich spreche, dann muss es besonders wichtig sein. Wir haben hier ein Kindheitstrauma und nochmal von gestern, bitte warte nicht auf mich, ja. Ich halte es mal hier rein, Childhood, wie sagt man dann, Trauma oder Trauma und Don't Wait For Me, Please. Von gestern, die Weiterentwicklung. Ich kann mir gar nicht, natürlich kann es jetzt auf euch zutreffen, dass ihr ein Kindheitstrauma habt, aber ich glaube, das ist der Grund, als ob du deinem Gegenüber oder dir selbst mitteilst und weißt, du besitzt ein Kindheitstrauma und deswegen warte nicht auf mich, ja? Du hast hier sehr vieles erkannt, um von gestern, das ist hier irgendwie die Fortsetzung, habe ich das Gefühl, um dir selbst nochmal hier vielleicht offensichtlich klarzumachen, jemand, der ein Kindheitstrauma besitzt oder hat, ist einfach schwer zu handeln, ja? Es tut mir für jeden Menschen leid, der sowas hat und dir natürlich wahrscheinlich auch. Entweder ist es jetzt deins und es wird sehr viel getriggert von deinem Gegenüber. Aber ich habe hier sofort dran gedacht, es ist einfach, dass du heute auch nochmal sprichst, ja, weil gestern war ja nur Don't Wait For Me, Please. Und heute ist es dieses Childhood Trauma oder Trauma. Und deswegen kannst du einfach nicht warten, ja. Oder möchtest auch nicht, dass man auf dich wartet, weil du verstanden hast, man kann das nicht einfach wegbügeln, ja? So traurig, wie es klingt, ihr Lieben. Ich werde das mal hier so reinstellen, damit ihr so ein bisschen dran erinnert werdet. Childhood Trauma, das ist der Grund, ja? Irgendwas erinnert dich selbst an allem oder an deins, was du erlebt hast. Oder und, es können auch beide Möglichkeiten eben gespiegelt werden, dass ihr beide unter einem Kindheitstrauma leidet, ja, oder gelitten habt. Deswegen geht es für dich jetzt wirklich weiter. Das ist tendenziell original das gleiche wie gestern. Dein Weg steht hier fest mit der Krebs-Energie, ja, der Wagen. Du suchst dir hier deine Richtung aus. Du fährst jetzt diesen Weg. Dir ist bewusst, du kannst dir und deinem Gegenüber in diesem Zustand, in diesem Stopp, in dieser Stille, wo energetisch nichts mehr gebrochen wird, ja, wo nichts mehr vorwärts geht, kannst du nicht helfen, du kannst nicht warten. Er soll oder sie soll nicht mehr warten. Du hast eingesehen, du bist nicht bevollmächtigt, die Probleme so zwischen euch wegzubekommen, wie es gerade zwischen euch herrscht, ja. Denn du hast hier wirklich verstanden, diese Probleme, die dein Gegenüber hier mit reingebracht hat, wurden auch zu deinen, ja, und du warst vielleicht auch sehr stark am Abbauen, hast sehr viel ausheilen können und das möchtest du einfach nicht mehr, ja. Du verstehst hier so langsam, was soll das, dass mir jemand seine Probleme in mein Leben bringt und dann nicht mal dafür sorgt, seinen Dreck wegzukehren, ja. Also Dreck im Sinne von negativ, das ist nicht deine Aufgabe und du hast dich hier wirklich mit der Fortsetzung entschlossen. Es steht fest, ich möchte so mit dir nicht sein. Ich möchte diese neue Welt annehmen, ja. Du hast dich vielleicht sehr lange dagegen gesträubt. Du wolltest die Phase nicht annehmen der Veränderung. Aber du bist jetzt bei mir hier jemand, der für sich absolut entschieden hat, nein, das funktioniert so zwischen uns nicht. Ich entscheide mich
für meine neue Welt und ich freue mich darauf, was alles kommt, ja? Das ist deine Entscheidung. Das ist wirklich nochmal so eine Feststellung. Kann es sein, dass du selbst Angst oder so ein bisschen, naja, vielleicht Angst nicht, aber dein Herz hat hier Sorge, dass es nochmal zu Gesprächen kommen könnte, ja? Und du wehrst dich hier schon fast so ein bisschen zwischen, ich würde gerne, aber irgendwie weiß ich auch, dass es nicht gut für mich ist, ja? Und dieser Schmerz durch Kommunikation oder einfach wegbleiben, nimmst du hier schon fast, was ich gut finde, an und sagst dir, ich möchte eigentlich die Kommunikation gar nicht mehr. Irgendwo schon, aber irgendwie sehe ich das auch gar nicht mehr ein. Hier kommt so eine Entwicklung, wo du selber so ein bisschen hin und her gerissen bist, aber in der emotionalen, dein Herz sagt, ich möchte, eigentlich will ich gar nichts mehr wissen, ja? Wir haben schon alles aufgeklärt. Wir wissen, woran es liegt. Man hätte es machen können. Du verstehst es einfach nicht und setzt dich jetzt hier so zur Wehr. Das Einzige, was für dich jetzt emotional zählt, ist, mit Menschen an deiner Seite vorwärts zu kommen, die dir den Rücken stärken und dass du wieder zurück in deine Welt gehst. Deine Probleme sind deine Probleme, die du angehst. Aber fremde oder andere Probleme sind nicht deine Probleme, wo man dir nicht den Rücken gestärkt hat, ja? Wo du ständig zu kämpfen hattest, diesen Mensch lesen zu dürfen, lesen zu können, wo du ständig irgendwelche Vorschläge gemacht hast, wo du helfen wolltest. Und es wurden immer mehr Probleme, ja? Und du konzentrierst dich jetzt hier wieder einfach wie aus dem Nichts auf deine eigenen Probleme. Du schaffst das schon, ja? Denkst du dir, du schaffst das schon. Wichtig ist, dass du da wieder ankommst. Du brauchst keine Menschen, die dich als Feind sehen, obwohl du liebst, ja? Und das ist für dich schon fast so eine Backenklatsche, dass du dir sagst, was bildet sich dieser Mensch ein? Ich wollte helfen, ja? Und behandelt mich wie so ein Stück Dreck, eventuell, dass sich das so anfühlt. So, ihr Lieben, das war jetzt erstmal die kürzere Version für euch, damit ihr gucken könnt, ob ihr hier resoniert, ja? Verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt hier weiterhin an euren Impulsen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind hier nicht Krimi oder so ein Kram. Anderes hat Vorrang, ist von den Engelbotschaften und das ist auch deine Linie. Das hast du erkannt, ja? Es hat nicht mehr Vorrang. Welche Probleme musst du hier mit dir rumschleppen? Welche Probleme musst du zuerst lösen, bevor du rankommst? Du hast verstanden, die Energie muss geswitcht werden. Erstmal hast du Vorrang und dann kommt das andere, ja? Und das andere ist momentan dein Schritt in die neue Welt. Demjenigen nochmal ausführlich zu sagen, warte bitte nicht mehr auf mich. Ich habe verstanden, dass ich an deinem Kindheitstrauma nichts heilen kann, ändern kann, wenn du es selbst nicht möchtest, ja? Oder du hast eben auch gelitten in der Kindheit und sagst dir, ich habe es doch auch geschafft. Warum nimmst du dir nicht ein Beispiel an mir? Oder mit deiner Negativität, mit allem, was du hier machst, drückst du mich ständig wieder runter, da, wo ich nicht hin möchte. Ja, das sind auch so Aussagen von dir, wo du in Trauer hier einfach die Energie kappen möchtest. Dein Gegenüber. Ich muss immer so komisch Luft holen. Wundert euch heute nicht über die Schrägelegung 5 der Münzen. Man ist hier wirklich in der Gewichtung nicht drin, ja. Man hat sich selbst aufgegeben. Man macht hier selbst irgendwie nicht weiter. Und das ist wahrscheinlich auch das Programm, warum du sagst, hey, wenn du jetzt hier nicht mit uns weitermachst, dann reihe ich mich ein. Oh Gott, so ein langer Text. Hilfe. Oh Gott. Oh. Life, okay, das schaffe ich noch. Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. Das ist ja mal eine schöne Ansage, ja. Also ich übersetze mal. Ich denke, ihr seid da schon schneller mit dem Ringlicht hier. Ja, spiegelverkehrt. Das Leben ohne uns ist hoffnungslos dunkel und gedrückt, ja. Also depressing, gedrückt. Ich vermisse dein Licht. Und vielleicht könnte man jetzt sagen oder wirst du denken, so, ich weiß, irgendwann wird der Tag kommen, wo du mein Licht vermisst. Aber ich erinnere dich daran, das mache ich jetzt mit Absicht. Es wurde dir wahrscheinlich kein Feuer gegeben, um deine Kerze anzuzünden, ja?
Und das muss dir immer bewusst sein, weil ich will dich hier nicht wegholen aus deiner ersten Energielegung. Wenn du hier drin bist und sagst, ja genau, das ist mein Weg, ich habe es jetzt für mich erkannt, dann bleibe bitte da drin. Ich will dir ja nichts reinsetzen, reinpflanzen oder manipulieren. Aber die Impulse, da ist es ganz klar, ja. Du hast eben die Probleme von deinem Gegenüber wirklich angenommen. Und dein Gegenüber, weil du wahrscheinlich sehr viel Gas gegeben hast, war schon fast in der Energie drin und mach mal, löse mal mein Problem, ja? Du hast doch gesagt, du machst das, wir schaffen das. Du hast mir doch versprochen, es geht alles. Und das war schon fast eine Selbstverständlichkeit für dein Gegenüber, dein Licht zu empfangen. Und man wird hier reinkommen oder ist jetzt schon sogar drin und merkt durch deinen Abstand, du brauchst nicht mehr auf mich warten. Ich kriege das so in diesem Zustand mit dir nicht hin, wenn du dich nicht änderst. Du fehlst dir als Licht, ja? Und man merkt, wie viel Licht du dagelassen hast, wie viel Kraft, wie viel Mut, wie viel Stärke, wie viel Lösungsansätze. Und das, was immer wieder gut war für dein Gegenüber, war natürlich auch triggernd für euch beide. Aber jetzt merkt man ohne dem, dann wird man lieber getriggert, aber hätte dich gerne an der Seite. Ja, das ist ja hier so diese Karte, die wir jetzt gerade gezogen haben. Und man hat es aber hier gerade momentan noch nicht drauf angelegt, dir das irgendwie näher zu zeigen. Und du denkst dir eben auch aus diesem Zuge oder aus diesem Abstand von dieser Zeit, meine Zeit läuft ab. Ja, auch so wie gestern. Meine Zeit läuft ab. Und das habe ich dir gesagt und das ist diesemjenigen bewusst. Dieserjenige merkt irgendwie, was du hier vorhast, was du machst, wie du dich langsam entziehst. Und jetzt kommt man eben auch in diese Erkenntnis rein, seitdem du nicht mehr da bist, ohne uns, ist es hoffnungslos, ja? Es ist ja schon sehr knallhart depressiv hier, sehr dunkel. Aber diese Energie, die dunkle Energie wirst du abbekommen haben und da kannst du jetzt auch wieder kein Mitleid haben, ja? Weil all das hat man auf dich wahrscheinlich abgelegt. Du musstest damit hausieren gehen und klarkommen. Und man ist sich hier bewusst in dieser Verbindung zu dir. Du warst das Licht, was ich hatte, ja? Seit langem kam hier nichts mehr, was mir Licht gegeben hat, was mir Hoffnung gemacht hat. Aber irgendwie schaffe ich diesen Prozess leider nicht, ja? Ich stoppe hier immer noch. Ich bin hier immer noch im Stoppen. Hier gibt es schon jemand zu. Du hattest mit dem recht, was du fühlst, was du weißt, was du empfindest. Eben weil du vielleicht auch die Situation nachempfinden kannst. Wir haben hier dieses Licht, ja? Man vermisst das wirklich. Wo ist das Licht? Ich hätte dich so gerne, weil dann geht es mir besser. Ich weiß, wer mich führt, ja? Hier braucht man irgendwie eine Unterstützung als Führung. Und genau das hast du wahrscheinlich auch immer gefühlt, wollte man gar nicht haben. Aber hier liegt es offensichtlich, ja? Du warst wirklich der Engel, das Engelchen hier unten im Bild für dein Gegenüber, das Licht, dem man gefolgt ist, dem man jetzt gerne folgen würde. Aber man hat eben auch noch durch die Hohepriesterin damit zu tun, seine Wahrnehmung, glaube ich, ernst zu nehmen, ja, beziehungsweise auch mal anzugehen. Man hat sich hier ja mental verfangen. Ich bin ja gerade mental. Ich mache jetzt mal im Herzen weiter, weil ich merke meine Stimme. Das klingt ja sonst furchtbar. Wir hätten hier eine Vatersituation, ein Vaterproblem, ja? Oder du hast hier dein Gegenüber als sehr egoistisch kennengelernt, was dir natürlich wehgetan hat. Aber wenn, dann musste man egoistisch für sich auch handeln, ja? Es kann oftmals auch deine Rettung gewesen sein, dass hier Schlimmeres einfach gestoppt wurde, ja? Du weißt ja gar nicht, wo es hingeführt hätte. Es hätte ja noch schlimmer kommen können. Wie auch immer. Das, was euch verbunden hat und was oft bei euch zur Ansprache gekommen sein muss, ansonsten macht es hier keinen Sinn, wenn du hier nicht resonierst. Ihr habt oft über eure Probleme gesprochen, ja? Und dein Gegenüber weiß, dass man die Probleme hat, dass man sie auch selbst lösen muss. Das waren Gespräche, die ihr oft hattet untereinander. Und das ist ja auch bei dir rausgefallen vorhin. Du entscheidest dich jetzt nein. Du hast nie probiert, deine Probleme auf dein Gegenüber zu übersetzen, ja, oder reinzubringen, dafür schuldig zu machen. Bei deinem Gegenüber war es wahrscheinlich anders. Du hast deinem Gegenüber ziemlich oft gesagt, kümmere dich bitte darum, ja, siehst du das nicht? Du musst erst mal eins nach dem anderen machen. Ich stehe hinter dir, ich begleite dich, aber du musst hier irgendwas machen, damit du hier rauskommst, ja.
du musst dich irgendwo befreien, du musst mal hier eine Situation verstehen, du musst dein Leben hier grundauf ändern, weil das, was hier in der Kindheit passiert ist oder wie du letztendlich geworden bist, nicht besser als dein Vater, ja? Ich weiß nicht, ob du davon weißt, aber das ist hier das Kind-Vater-Modell. Du bist und nimmst und hast Allüren angenommen, wie du von deinem Vater mal erzogen wurdest. Mit Kälte, unempathisch, ja. Schön ist auch wieder, du weißt, was du möchtest. Das dachtest du von deinem Gegenüber auch. Aber du benimmst dich hier stellenweise wirklich wie ein steckengebliebenes Kind. Und das ist so eklig in der Erwachsenenfigur, ja. Damit kannst du einfach nichts anfangen. Diesen Menschen hast du geliebt. Wir hätten hier eine Widderenergie. Du hättest auch die Schultern gestärkt, ja. Du standest hinter deinem Gegenüber, ob Mann oder Frau ist jetzt hier völlig egal. Kann auch eine Frau sein mit sehr starken männlichen Energien. Aber das war dir bewusst, ja. Es ist ein harter Brocken, der hier auf dem Tisch liegt. Aber deswegen fühltest du dich genauso angezogen, weil auch du dieses Problem mit dem Vater mitbringst. Da ist deine Rolle in dieser Trigger-Gegend rausgefallen. Ist hier natürlich, wie soll es auch anders sein, wie gestern, das Tuch der Kälte. Ich mit meinem Tuch der Kälte ständig. Mach die Augen auf, ja? Und dein Gegenüber versteht, was du gesagt hast. Mach mal endlich die Augen auf. Sieh mal hinter die Fassade. Sieh mal nicht nur Oberflächen. Sieh mal nicht nur Geld. Sieh mal nicht nur Statusse. Sieh mal nicht nur Sexappeal oder sieh mal nicht nur auf die Hülle. Guck mal, was dahinter ist. Guck dich erstmal an, was bei dir alles repariert werden muss, ja? Das ist so, lass mal die Hülle fallen. Ich habe deine Hülle schon längst fallen lassen, ja? Und dein Gegenüber weiß, dass du recht hattest. Hier fließt sehr viel Gefühl. Und wenn man es dir sagen könnte, würde man die ganze Zeit, ja, man würde die ganze Zeit sich eher für das Empathische, für die Liebe, für dich entscheiden, wenn diese Prozesse hier nicht so stark wären, ja. Man hat das bekommen von dir. Du musst dir nicht denken, dass du keine Liebe aussenden konntest oder irgendwie zu blöd bist zu lieben. Überhaupt nicht. Aber du hast hier einfach einen sehr schweren Burschen an die Angel gezogen, ja. Und das fandest du toll. Sind wir mal ehrlich, diesen harten Burschen wolltest du formen, wolltest du reparieren, dafür bist du aber nicht allmächtig, ja? Das sind Kräfte, die müssen von deinem Gegenüber kommen. Die hättest du, bei manchen klappt das sogar wirklich, die hättest du andeutungsweise aufdecken können, hast du auch. Dein Gegenüber war aber wahrscheinlich getriggert, weil sehr viel hochgekommen ist, was man selbst zum ersten Mal vielleicht auch mal wieder gefühlt hat, gespürt hat, durch dein, ich nehme dir jetzt mal deine Fassade, dein Tuch weg, ja? Tu nicht so, als ob alles bei dir in Ordnung ist. Mach die Maske runter, lass das Tuch fliegen. Stell dich nicht so dar, als wärst du hier jemand, der sein Leben im Griff hat. Aber man sehnt sich im Herzen nach diesem Ass der Kelche, ja? Man möchte, man ist hier im Inneren wirklich ein sehr, sehr lieber Mensch. Man möchte die Liebe. Man möchte, dass das siegt, aber hat eben auch wirklich die Kombination, die ist für mich der Hammer, wie sie hier liegt. Dein Gegenüber hat ein Problem zu erkennen, was man hier wirklich ist. Bin ich noch das Kind? Aber das Kind will ich ja nicht sein. Man ist hier wahrscheinlich wirklich schon sehr reif und ich will das Kind hier nicht sein, ja? Ich brauche jetzt die Anerkennung, ich habe es auch irgendwo geschafft. Aber trotzdem steckt das Kind in mir, das eben doof austeilt, ja? Das innere Verletzungen durch den Vater hier mitträgt. Und die inneren Verletzungen, die du durch deinen Vater mitgebracht hast, triggerten euch hier beide, ja? Das ist das Rätsels Lösung. Was anderes macht hier keinen Sinn. Wenn ihr sagt, nein, war nicht so, dann schaltet ab, ihr Lieben, ja? Es ist für mich immer viel, viel schöner, wenn etwas wirklich klar auf den Tisch kommt und ich weiß, da sortieren sich jetzt eine ganze Menge von Leuten, weil das umso genauer gerade detailliert ist. Wir haben hier, fängt jemand an nachzudenken, die Dankbarkeit entgegenzunehmen, ja? Die ist auch geflippt. Es tut mir wirklich leid mit meiner Stimme.
Vielleicht ist hier überhaupt nur jemand dran. Hallo. Dankbarkeit fängt an, ja? Für was muss ich dankbar sein? Warum muss ich hier alles selbstverständlich nehmen und dann das nicht mal danken? Warum sehe ich das, was man mir Gutes übermittelt oder bringt, warum sehe ich das nicht als großen Dank, ja? Warum bin ich so beschäftigt mit meiner tiefen, depressiven Energie, ja? Warum ist das so? Warum kann ich keine Emotionen mehr selbst in mir spüren oder empfangen? Da macht man sich jetzt gerade wirklich Gedanken. Man möchte doch einfach nur geliebt werden und auch lieb sein. Deswegen, ich habe mir schon gedacht, hier liegt wirklich ein sehr liebevoller Mensch, der eben auch andere Seiten hatte, wenn es getriggert wurde, ja, oder wenn man unzufrieden mit sich selbst war. Das hatte nichts mit dir zu tun, aber du kommst einfach auch hier wie gestern nicht vorwärts. Und dieser Mensch will einfach nur dieser sein. Der will nicht mal Herrscher sein, ja. Der will auch nicht dieses pagenhafte Schwertenergie fühlen oder diese pagenhafte Schwertenergie. Man stellt sich hier wirklich die Frage, was ist denn mit mir los? Ja, das kommt so ins Rollen. Vielleicht ist auch einige Zeit hier wieder verstrichen und möchte einfach ein guter Mensch sein. Ich will auch einfach nur gut sein. Aber wie fühlt sich gut an? Ja, was ist gut? Was habe ich verpasst? Was hat man mir nicht beigebracht, was gut ist für mein Gegenüber? Ja, ab wann bin ich hässlich? Ab wann bin ich schön? Und man fängt so an mit sich selbst. Na, was finde ich dann zum Beispiel schön, ja? Wenn ich hier alles ablehne, dann komme ich da nicht rein. Wie viel Glück habe ich eigentlich in meinem Leben, wenn man mal hier nachdenkt? Wir haben hier auch, man wird einsichtig, ja? Man stellt sich ja wirklich alles selbst in die Quere. Man wird hier einsichtig und versteht, ich bin selbst schuld, dass hier keiner an mich rankommt. Ich baue mir hier lustigerweise mit Wut, Groll, kein Bock, keine Lebensfreude, ja, keine Lust auf gar nichts. Hier muss ich irgendwas verändern, es soll hier keiner an mich rankommen. Jemand, der zu tief in mich eindringt, den wehre ich ab. Und du dachtest dir oft so, was ist mit dir los? Was habe ich getan, ja? Und man hat dir das nicht erzählt, du hast dir nur Abwehr gemerkt zum Schluss. Was aber schön ist, Gott sei Dank sind wir am Ende. Hier kommt eine Entwicklung rein, ja? Und ihr seht ja, wie gleich ihr wirklich getickt habt. Hier kommt eine Entwicklung rein, wo man das, was man gut kann, und das müsste auch nochmal resonieren, hier konnte man, wenn man etwas ernst meinte und auch die Kraft dafür besessen hat, wirklich handeln. Und das Erste, was dein Gegenüber hier versucht, ist, ein guter Mensch wieder zu werden, zumindest in einer Gruppe oder bei Leuten, wo man anfängt, ja. Man möchte sich hier wirklich ändern und man möchte sich hier neu aufbauen, sich selbst, nichts anderes. Manchmal sage ich finanziell irgendwas aufbauen. Man möchte sich selbst neu aufbauen und sucht sich auch andere Menschen. Man sucht sich hier eine andere Gruppe. Man sucht, wo findet man eine Zugehörigkeit? Das könnten, Achtung, auch wirklich jetzt Beratung zum Beispiel sein, wo man verstanden wird, dass man wirklich hier etwas angeht wie eine Therapie, eine Kur oder irgendwelche Leute, die man zum Sprechen benutzt, um sich selbst nochmal kennenzulernen, wo man mit den Emotionen nichts zu tun hat und wo sehr neutrale Personen mit diesen Menschen arbeiten dürfen, in Anführungsstrichen, ja? Da, wo Gefühl im Spiel ist, so wie mit dir, das funktioniert nicht, weil ihr weißt wahrscheinlich wirklich das, was ich meinte, sehr stark, diese Trigger gegenseitig auf, ja. Du hast ein sehr volles Machtempfinden entwickelt, weil eben mit dem Vater irgendwas schief lief oder du auch nicht das Modell kennst. Ich bin Daddys süße Maus, ja. Ich wurde so erzogen, dass ich weiß, welcher Mann für mich der Richtige ist. Und du hast eben genau dieses gesucht, was du nie in deinem Vater gesehen hast. Oder wie du dir vorstellst, du hättest vielleicht ein bisschen Härte gebraucht. Aber diese Härte in diesem Gegenüber schlug um in, ich bringe Selbstleid mit, ja. Ich wirke zwar hart und das passt auch zu diesemjenigen,
aber ich bringe selbst Leid mit. Und schon haben wir uns gefunden, wir lieben uns zwar heftig oder finden uns wirklich total gefunden, ja, Patt und Patter schon, oder Deckel auf Topf, Arsch auf Eimer. Aber dieses Problem, was ihr grundsätzlich besitzt, ja, das konntet ihr beide nicht aufarbeiten. Das funktioniert nicht, weil die Emotionen zu doll, zu stark bei euch beiden sind, immer noch, ja. Das ist hier keiner, wo man jetzt sagen könnte, ich habe kein Gefühl mehr, vielleicht Liebe nicht mehr, ja. Aber es ist mindestens Gefühl für diesen Menschen da, weil du durch deinen Prozess genau weißt, was dieser Mensch hier durchlebt. Das ist einfach so, ja. Und du hast jetzt für dich einfach auch die Erkenntnis mitgenommen, du kannst daran nicht kaputt gehen, ja. Wenn dieser Mensch kommen möchte, kann er jederzeit kommen. Ist er hier auch nicht ausgeschlossen. Aber es muss von seiner Seite oder von ihrer Seite hier etwas ganz Starkes alleine passieren. Und es sah ganz gut aus, ja. Die Chance nach diesem Greifen, nach diesem Umsetzen endlich, um sich Menschen zu suchen, die einen vielleicht auch nochmal wachkriegen in diesem Prozess, sieht gar nicht so schlecht aus hier für diesen Menschen. Und die Antwort für dich, life without you is hopeless. Wartet mal nochmal. Life without you is hopeless, dog. And depressing. I miss your light. Und das ist die Ansage, die man macht, ja. Du warst das Licht. Das Licht kam bisher nicht noch mal rein bei deinem Gegenüber. Auch wenn du weißt, hier ist man mit irgendjemandem zusammen oder hat neue Menschen um sich rum, neue Partner. Du warst das Licht, ja, was du gehalten hast. Und man sagt es einfach, man merkt, es ist hoffnungslos ohne dich, ja. Man versteht es. Man versteht es meistens auch immer erst dann, wenn man wirklich auch andere Lebensphasen probiert, ja. Ansonsten weiß man nicht, was man nicht mehr hat. Und du bist hier an dem Punkt, ich muss mich heilen. Ich muss raus. Die Zeit ist vorbei, ja. Ich muss hier raus. Ich muss heilen. Du weißt, wo du mich findest. Entblockier mich, wenn du soweit bist. Wie auch immer, das könnten alle Prozesse sein. Ihr Lieben, ihr hört. Ich will euch gar nicht weiter stressen, aber ich wollte einfach für diejenigen, die es brauchen, täglich eine Legung machen, und Tagesbotschaft wird wahrscheinlich wirklich wegfallen. Es sei denn, ich kriege durch wie ein Wunder nachher noch irgendwie meine Stimme zurück, aber schonen, 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 sonst mache ich es schlimmer. Hier liegen sie alle, Legungen, ja. Es tut mir leid, bitte habt dafür Verständnis. Und dann wurde auch noch zu Silvester, um Silvester rum, gespendet. Ich habe den Namen, vielleicht war das Monika? Ich weiß es nicht mehr. Deine Dankesbotschaft, danke über PayPal, die kommt morgen. Ja, ich habe es nicht vergessen, aber das macht ja so keinen Sinn, wie eine Krähe jetzt zu sprechen. Ja, in Liebe für euch alle. Bleibt gesund. Ich bin gesund, aber meine Stimme fehlt. Habe ich schon gegongt? Tschüssi.